Hallo meine Lieben, ich grüße euch. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es Mittwoch und wir bringen gleich Elisanne zum Kindergarten. Und im Anschluss fahren mein Mann und ich nach Berlin. Warum und weshalb, das erzähle ich euch gleich, weil es ist schon 20 nach 8 und wir haben Zeitdruck. Zeitdruck, ne? So, ja. Warte. Nee, das nicht. Bring mal deinen Kamm. Mama, zieh du dir doch die Sachen mal an. Bring deinen Kamm. Ganz schnell, halt. Mama, das hast du so gemacht. Mama, das hast du so gemacht. Ja, dann nur so, Schatz. Mama, zieh dir doch auch mal die roten Dinger an. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Alle haben das an. So, jetzt gehst du bitte. Hast du deine Schuhe angezogen? Ja. Okay. Willst du deine Sandalen mitnehmen zu Oma? Ja. Hä? Tust du die in eine Tüte, sagst du, Papa, und dann in den Rucksack? Okay? Nee, Mama, ich brauche keine Sandalen. Wenn du mit Oma irgendwo hingehst, dann kannst du deine Sandalen anziehen. Oder willst du die Schuhe? Die. Dann pack die Sandalen mal ein. Jürgen, hier, ich gebe dir eine Tüte. Tust du in diese Tüte und dann in den Rucksack. Ne, in den blauen. Kusch. Okay, und dann komme ich. Ich kann dir dein Wasser geben, weil bei meinem Wasser ist Essig drin. Da kannst du das nicht trinken. Na, kannst du trinken, es macht nichts. Hast du deine Sandalen eingepackt? Ja. Jeansjacke mitgenommen? Jörg? Ja, die Jeansjacke müssen wir mitnehmen. Also das müsst ihr mitnehmen. Wieso sollst du uns das sagen? Hä? Jeansjacke müssen wir mitnehmen. Ich hab gedacht, ihr habt die mit. Ne? So, ab geht's ins Kindergarten, ne? Ja. Wieso habt ihr mich so früh geweckt? Das war nicht. Ich weiß, alles klar. Hast du die Gestörten heute Nacht gehört? Nein, wen denn? Die rumgeschrien haben auf der Straße. Die machen dann sowas. Was haben die dann gesagt? Ja, weiß ich, hast du es nicht gehört? Nein. Voll laut rumgeschrien, irgendwelche Besoffenen oder so. Selten sowas, das hier passiert. Hm? Ja, habe ich mir auch gedacht, was ist denn hier los eigentlich? Und ich habe das gar nicht gehört. Ich habe nur mein Kissen bereit gemacht. Und wie viel Uhr denn so? Was war das denn? 4, 5 Uhr oder so. Das ist ja nicht mehr Nacht, das ist ja schon morgens. Ja, meine ich ja, morgens. Da war wahrscheinlich einer vom Suff gekommen, von der Party oder was. Und dann Vollalarm. Ich die Mülltonnen, die Biotonnen umgeschüttet, Dings. Ja, hast du doch gesehen, die eine lag da. Unsere war, ist auch ausgedingst. Ausgebeult? Oder nee, was? Nicht ausgebeult, aber auch nicht ausgelaufen. Da der, was da drin ist, ist da. Oh, einen tollen blauen Rucksack. Zwei Rucksäcke willst du tragen? Ja, das ist doch zu schwer. Nein, das ist gar nicht. Dann komm, schneller. Du sagst schon. Hey, du bist echt ein starkes Mädchen. Hm? Da sitzen wir jetzt im Auto und das werden wir für die nächsten 5 Stunden tun. Wir fahren nach Berlin und dieser junge Mann hier hat ein Interview. Die Kinder, Tyrese und Nilaine, sind zu Hause. Und Elisanne ist jetzt im Kindergarten, die Oma holt sie dann ab und sie wird auch bei Oma übernachten, aber dafür geht sie dann morgen nicht zum Kindergarten und kommt dann direkt nach Hause, weil wir wissen nicht, wann, wir fahren heute auch wieder zurück, aber wir wissen nicht, wann wir ungefähr zu Hause sind. Die älteren Kinder können ja auf sich selber aufpassen, der große Bruder ist ja mit Nilaine, da passiert auch nichts, dann fahren die Mann in die Stadt und ach keine Ahnung, heute Abend wollen die grillen. Und ja, schauen wir mal. Aber erstmal jetzt hier 5 Stunden im Auto sitzen. Für ein Interview. Weil man wollte nicht alleine fahren. Ich gesagt, ich soll mit. Ne? Ja, aber damit man mal einen Döner in Berlin essen kann. Dann. Also, wir wollen einen Döner in Berlin essen. Deswegen nimmst du mich mit. Ich habe gedacht, mentale Unterstützung. Ja, das genau. Hast du mir nicht gesagt, nee, du bestärkst mich und so? Ja, habe ich ja gesagt. War das ja, nur Gelaber jetzt? Nee, du wolltest Döner essen? Ja, genau.
mit dir einen Döner in Berlin. Ja, wir sind selten alleine unterwegs, also auch wenn wir im Auto sitzen, ne? So, erst hat man gedacht, nehmen wir Nile mit, aber das wird nur eine langweilige Fahrt dann für sie. Na, hin und wieder zurück. Und Frikadellen an den Ohren für uns. Ja, deswegen in Ruhe. Elisam war nicht so erfreut, aber gut. Also die Kinder gönnen uns das aber auch nicht, ne? Die wollen immer am Arsch hängen. Wieso denn am Arsch? Ja. Tolles Wetter, zum Glück nicht so heiß. Ne? Ich habe mir auch schön die Haare gefärbt. Du hast die Haare schön. Ich hab lange Haare, aber ich trage die nie offen. Ja, ist das schön. Ja, wunderbar. Ich hoffe, dass wir keinen Stau haben. Ja, dann haben wir den. Ja, dann können wir noch länger fahren. Ja, dann ist alles grün da unten. Da ist alles grün. Ja. Wenn orange wird, dann wird doof. Ja. Oder rot. Schauen wir mal, ne? Also kein Kaffee, ja? Keine Kaffeepause? Noch 3 Stunden. Du bist Wie bitte? Du bist ja so allergisch auf Kaffee. Wir müssen in deine Toilette einbauen. Schatzi. Dann stehen wir hier nur noch an der Toilette. Schatz, fahr mal raus, fahr mal raus. Nächste Tanke. Schatz, fahr mal raus. Ich? Ja, du. Nein, du. Nein, du. Ich doch nicht. Ich muss wieder in Pipi, ja, aber du? Du hast doch immer diesen... Kackreiz. Wollte ich denn sagen, hast du gesagt? Den Kackreiz. Wir müssen, aber nee, wir können hier keine Toilette... Eine Auto-Dixie-Klo. Eine Camping-Toilette. Ich will nicht dabei sein. Musst du nur festschnallen da. Hinten. Wir haben ja noch einen Platz frei da hinten. Da kommt dann die Camping-Toilette hin. Die Camping-Toilette. Vielleicht liegt sie ja so da mit Halterung für die Schiene. Zum Glück hat uns bis jetzt noch kein Stau erwischt. Dann red nicht davon. Wann kommen wir da an? Um 14:45? Ja. 14:50. 14:50. Ich habe Durst. Ich habe Hunger. Ich muss Pipi. Nee, muss ich nicht. Ich habe extra keinen Kaffee, gar nichts getrunken. Ich habe hier mein Essigwasser. 750 Milliliter Wasser und ein Esslöffel Essig. Willst du mal probieren? Nein. Ist gesund. Schatz, Bauna. Nein, möchte ich nicht. Delicia? Nein. Yo, ich zähle. Ich habe meine Haare gut gefärbt. Also, super, immer. Ich habe keine Gesichtsbemalung. Oder Ohrbemalung. Ja, ich passe sehr gut auf. Und ich habe ein bisschen Augenbrauen gezopft. Ja, zopft. Habe ich dir ja schon heute Morgen gesagt, dass du gut aussiehst. Ja. Hast du das gesagt? Ich darf es aber noch mal sagen. Ja, das ist gut aus. Fazla mal göz çıkartmaz. Warum du? Nilen hat mich noch nicht angerufen, vielleicht schläft die noch. Oder die denkt sich, ich rufe die nicht an. Ich mache jetzt mal die Blazy an. Ich genieße mal die Freiheit. Ah, ich habe hier alles, ne? Schatz, weißt du noch? Ich habe hier in die Kühltasche. Guck mal, was ich alles hier drin habe. Dann Toilettenpapier, gehen. Feuchte Toilettenpapier. Falls man im Stau steht und man muss auf dem Pott. Slip-Einlage. Dann ist alles dabei. Klopapier. Ich habe Binden. Kannst du bitte für die Klopapierrolle so einen Hut häkeln, bitte? Oder stricken? Babyfeuchte Tücher, die sind noch nicht trocken. Ich wollte schon gerade sagen, die sind bestimmt schon trocken. Nee, sind die eben nicht. Die Erste-Hilfe-Tasche hier. Ja, Binden. Ja. Das ist wichtig, wenn man mal unterwegs ist, ne? Ja, wenn man Nasenbluten hat, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel plötzlich. Ah, der ist der Stinker hier.
Warum? Weil der gerade gestinkt hat. Gestinkt hat, ja. Ich hatte auch Tabletten, Schmerztabletten hier drin, aber wo sind die denn? Ja, in der Kühltasche, die bleiben auch richtig frisch drin. Der ist halt, guck, wie der dampft. Ah. Ekelhafter. Aber warum? Das ist nicht normal. Ja, dann kriegt der Motor irgendwo Wasser. Wenn nee, der Motor, Öl. Ja, genau. Nicht wenn, Wasser. Ekelhaft. Der muss in die Werkstatt. Der ist aber nicht unser Problem. Ja, aber guck mal, wie der fackelt. Wo ist hier die Ding? Das brennt bei ihm. Aus dem Dingens. Ja, aber ja. Das ist halt sein Problem. Ja, nee, Schatz. Stinkt der, ey. Der weiß das gar nicht bestimmt. Ja, aber das ist. Der hat das noch nicht gecheckt. Schatz, hast du Spaß beim Hupen, ne? Ja, ist gut. Ja. Wir fahren noch eine Stunde, aber wir sind fast da. Also da sind wir. Wir sind in Berlin. Spanische Allee. Drei Linden. Guck mal, alles nach steht da noch die 80er, 70er. Krass. Was ist das denn? Ja, diese Dings. Der Pizzarand. Pizzarand? Ja, stand da auch Pizzarand. Tyrese ist ja immer oft hier. So, meine Lieben, wir sind jetzt endlich angekommen. Wir sind schon länger angekommen, seit einer Stunde. Aber wir haben jetzt was gefrühstückt, einen Kaffee mal getrunken. Und jetzt sind wir im Studio, wo das alles stattfindet. Sieht irre cool aus, wirklich. Hier sind mehrere Stationen. Hier sind auch Gamer, die gehen live auf Twitch. Und interviewen hier. Es ist richtig interessant. Ich zeige euch das mal hier. Hier sitzt einer und ne, da. Und dann geht es hier weiter, da. Es ist so eine Fabrikhalle, sage ich mal. Da gibt es so verschiedene unterschiedliche Abteilungen. Hier so, ne? Das sind die, die das dann auch ermöglichen, sponsern. Das geht hier so weiter. Es ist hier so ein Raum, so einen weißen Raum ohne Wände. Da kann man hier wundervolle Fotos machen. Also ist irre, was es hier alles gibt. Und gleich geht es dann mit dem Interview los. 2 Stunden wird es dauern. Die nehmen das dann erstmal auf und dann wird das irgendwann online gehen. Ich finde das schon interessant. Also richtig schön. Wir waren gerade noch essen. Da vorne in dem Laden da waren wir, das heißt Baukaimak. Die verkaufen eigentlich nur Frühstück, aber die haben so leckere Pita gehabt, haben wir da einfach jetzt gegessen. Ich habe auf Simit gewartet, aber die haben keine Simit. Die backen auch keins mehr nach. Die Kinder werden auf mich ziemlich sauer sein. Wir werden aber gucken, ob wir unterwegs irgendwo eine Bäckerei finden, wo wir welches holen können. Guten Morgen, ich grüße euch. Gestern habe ich soweit nichts mehr weiter aufgenommen, weil das Interview ging schon sehr lang und danach waren wir wirklich in dem Ort, also wir waren nicht komplett drin in Berlin, sondern Märkischer Platz hieß das Viertel da, wo wir waren, und da haben wir nur mal kurz was gegessen mit seinem Freund von Jörg und dann sind wir schon auf die Autobahn, weil es war schon sehr spät und wir wollten nach Hause und die Fahrt dauert ja auch 5 Stunden. Ja, wir waren heute Nacht um 2 im Bett. Und da war ich auch fix und fertig. Also ich hatte keine Lust mehr. Die Kinder, Elisan ist noch nicht da. Die ist ja bei Oma. Die kommen bestimmt auch gleich. Nilein schläft noch. Und die Fahrt war natürlich angenehm. Ohne Kinder war ruhig. Man hatte keinen Stress, also kein Gemecker. Wann sind wir endlich da? Ich will nach Hause oder ich hab Durst oder ich hab... Das war natürlich entspannt. Aber sonst war da wirklich, wir haben nichts erlebt. Also wir sind da um 2:30 angekommen. Interview fing um 2:30 an, ging 2 Stunden mit kleiner Pause. Waren wir um 5:30 fertig, dann noch kurz irgendwo hin, eine Stunde fürs Essen gebraucht. Es war dann 7:30, kurz getankt, auf die Autobahn, ab nach Hause. Um 1 Uhr waren wir da. Bist du dann dich fertig gemacht, war schon 2 Uhr.
fertig. Bis 9 habe ich geschlafen, das ist auch mal schön. 9 Uhr, das kenne ich ja gar nicht, ne? Und hier ist alles gut gelaufen. Ich hatte natürlich ab und zu mal mit Tyrese telefoniert. Und Elaine ist ja mit Tyrese geblieben. Und ja, war alles super. Es gab gar kein Gemecker. So, ja, alles, alle zusammen zufrieden. So. Alle zu Hause, wir haben Mittagszeit. Es ist 2:30 und ich habe Essen gekocht. Ich habe Nudeln gemacht, ein bisschen Fasolier. Und das werden wir jetzt essen. Ne? Ja. Milane hat Hunger. Alle haben Hunger. Alle haben Hunger. Sie hat gesagt, dass ich dumm bin. Ihr seid beide dumm. Nee, ich finde, sie ist noch dummer. Nein. Doch. Weil, Milane, das geht gar nicht. Doch. Dass sie dümmer ist. Sie ist deine Schwester. Weil sie Kind Nummer 3 ist. Sie ist deine Schwester. I'm a little open. I'm a little open. Warum schreist du? Wenn ich langweile. Wann spielen Papa und ich jetzt Tischtennis? Hier, guck mal! Geh Wäsche aufhängen! Nee, dann? Ich guck dir mal zu, weil es so spannend ist. Verstehst du? Ja, ich verstehe dich voll und krass. Darf ich hochgehen? Nein! Du bleibst schön hier auch süß! Du bleibst schön hier! Total süß. Wann spiele ich denn mit ihm? Gleich. Dann schmeiß mal den Müll weg. Tu mir den Gefallen. Ja, gerne. Ja, machst du das? Das ist ja nicht so anstrengend. Ach, du armes Kind. Du hast ja so viel getan, ne? Ja. So, hier, bitteschön. Ich danke dir. Ich dir auch. Also, rede nicht, dann habe ich schon gepiert. Du redest, okay? Warum seid ihr denn so auf Krawall? Hä? Warum seid ihr so auf Krawall? Hä? Krawallbürste. Eine Krawallbürste, genau. Ja, bis gleich. Tschüss. Endlich haben wir hier unsere Ruhe und dann könnt ihr beide mal entspannt miteinander malen und sitzen. Was hältst du davon? Hä? Soll ich mich mitmalen? Ich komme. Ich schaue mir das alles ab und dann komme ich. Krass. Ja. Schön, ne? Ja. Sehr, sehr schön. Ich glaube, die passt ja. Du hast ja lange keinen Badeanzug mehr gemacht. Ich habe einen mit, aber ich finde das nicht mehr so schön. Ist auch gut. Ich habe gedacht, hole ich mir eins. Der ist sehr cool. Ja, ne? Ja. Schön, ne? Danke. Ich habe mir gestern bei Woolworths einen Badeanzug geholt. Ich finde den schick. Ne? Ich habe den ohne anzuprobieren gekauft, aber heute Morgen habe ich den anprobiert und das sieht wirklich cool aus. Hinten der Rückenausschnitt ist nicht zu tief, mag ich nicht, wenn man hier dann die Röllchen sieht, ne? Ist gut abgedeckt. Dann, was ich ganz toll finde, der hat so ein Bustier, ne? So ein Brustbustier, da sind die Polster eingenäht, also da verschiebt sich auch nicht und das finde ich besonders gut. Ne? Top. Sitzt alles fest, wo es sitzen soll. Kaschiert gut. Die Seiten sind nicht so weit. Das mag ich auch nicht. Ne? Ich bin ja auch etwas fülliger. Also ich muss sagen, ich bin positiv beeindruckt bei Woolworths. Wenn ihr ein Woolworth bei euch in der Nähe habt und die sind auch, was habe ich bezahlt? 12 Euro, das ist nichts. Also vom Material ist es echt gut und sitzt gut. Die Nähte sind super, okay. Also für den Preis kann man echt nicht meckern. So, muss nur noch gewaschen werden, dann kann ich den anziehen. Sehr dezent und sehr schlicht und sehr elegant sieht das aus. Mama, so. Du kannst gehen in 5 Tagen schwimmen, da kannst du... Ja, da kann ich das mal anziehen, ne? Habe ich nötig gehabt, einen Badeanzug. Was willst du? Ich habe das. Willst du hier weiter malen oder wie? Du kannst ja auch hier einen abreißen. Nee, ich muss nicht abreißen. Welche malst du? Ich mal den da. Dann mal ich hier weiter. Ja? Eigentlich mag ich auch. Dann such dir eins. Aber dann bring doch erstmal ein Bild zu Ende.
Das ist noch nicht zu Ende. Die Freundin musst du noch ausmalen. Und in der Zeit kann ich das ja machen. Bestimmt ist das ihre Schwester. Oder so. Kannst du das auch abreißen? Nee, ich möchte es nicht abreißen. Ist das schwarz? Ja. Dann mache ich die Haare. So wie du. Mhm. Elisanne hat seit einer Woche am Oberkörper aber nur so rote Flecken. Die sind mal stärker, mal abgeblaster. Die jucken nicht, nur am Oberkörper, am Rücken und am Bauchbereich. Aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt mehr geworden. Jetzt haben wir beim Arzt angerufen, Kinderarzt. Da fahren wir jetzt mal kurz vorbei. Und zeigen das. Die sollen mal gucken. Fieber, Husten und so hat sie nicht. Aber sie hatte einen Infekt. Kann auch dadurch sein, dass das gekommen ist. Aber geht einfach nicht weg. Und ab und zu mal juckt das auch. Vielleicht ist das eine allergische Reaktion. Wir schauen mal. Nile, wir gehen, ja? Ja. Abi, sorarsın, söylersin, oldu mu? Ja. İyi, tamam, hadi. So, soll ich das Fenster auflassen? Im Wohnzimmer? Ja, die sind ja alle da, ne? Mama, darf ich mal ein Kaugummi? Aber wir gehen erstmal. Zeigen wir mal dem Arzt. Zeigen wir mal den Arzt. Den Rücken und, ihr Bauch. Hm? Elisabeth? Ist ein bisschen mehr geworden, ne? Oder? Ja, war ja fast weg. Jucken die? Hat sie jetzt am da? Rücken hat sie gesagt, sie kratzen. Naja, soll ich nicht machen. Gibt sie da eine Salbe oder was auch immer? Ja. Da gehen wir jetzt rein. Fünfte Etage. Ne? Mit dem Aufzug. Drück mal auf den Knopf. Aufzug. Ich will aber drücken. Din, 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 din. Da fahren wir jetzt hoch, ne? Fünfte Etage Elsa. So, wir sind schon fertig. Ist nichts Schlimmes. Es ist nur so ein Hautausschlag, ein Ekzem vielleicht. Das kann mit dem Infekt gekommen sein. Jetzt hat sie eine Cortisonsalbe bekommen. Wir sollen die auf die Stellen ganz dünn auftragen und dann sollte das abklingen. Ne? Nichts Schlimmes. Jetzt sind wir im Marktkauf. Mein Mann braucht Energy Drink. Dann guck mal schnell bitte. Nach was, Mama? Papa braucht Energy Drink. Mama, darf ich auch was zu trinken holen? Ja, kannst ja mal gucken. Okay. Hier ist nur Energy Drink. Elisam, bleibst du bei uns erstmal? Ah ja, genau. Augen auf, bitte schön. Halt fest den Karton. Dankeschön, lieber. So, die nehmen wir mit. Komm. Willst du ein Brötchen oder so? Dann geh und such dir ein Brötchen aus, was du magst. Aber warte auf, bis wir kommen. Willst du ein Schokobrötchen? Ja, dann nehmen wir ein Schokobrötchen. Warte bitte, warte bitte. Ich hole mir. Möchtest du auch ein Porridge essen? Was ist ein Porridge? Lecker. Papa, möchtest du Porridge? Sollen wir die Brombeeren pflücken und da rein tun? Ja. Mama, ich geh Pipi machen. Ja, mach mal. Wo ist denn die Kochse von der Kau? Wie geht denn Powers? Und wieso? Ist das auf Englisch Powers? Ja. Mama, darf ich mal sehen, gleich wie das aussieht? Ja, zeige ich dir gleich. Dann pflücken wir eben ein paar. Weißt du, welche ich meine? Plastik. Ich habe noch hier keine Plastik. Doch, so eine kleine Plastikschüssel da. Holst du die? Okay.
Klar. Und? Schmecken die? Mm. Willst du auch ein Porridge ein bisschen? Ein bisschen, ja. Würde ich auch gerne. Bisschen Porridge. Mensch, alle! Jörg, reicht das? Ja, das reicht, klar. Hier, bitteschön. Danke, mein Schatz. Dann geben wir Tyrese auch. Es ist jetzt bei uns Elisans Schlafenszeit. Es ist Viertel. Ich will Zähneputzen. Es ist 6:45. Elisan geht jetzt schlafen. Lasst ein Like da, abonniert Mamas Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt etwas in die Kommentare. So wie immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.